Hast du da irgendwelche Tipps, wie man damit umgehen kann, wenn man plötzlich merkt, dass etwas in einem aufsteigt und sehr, sehr wehtut, ohne dass man weiß, wie man damit umgehen kann? Was meistens passiert ist, wir lenken uns ab. Ja. Und das, weil es unbequem wird. Und der einfachste Schritt ist, dem einfach mal Raum zu geben. Also einfach mal, und es klingt so einfach, aber das ist eines der Hauptthemen, wo einfach schon so viel Heilung passiert ist. Ich fühle, ich bin hier verletzt und ich gebe denen jetzt mal Raum und schieß nicht gleich wieder irgendwo dagegen oder gib den Schmerz irgendwo anders weiter. Das ist die normale Reflexion, dass wir einfach, wir sind verletzt und schießen es wieder weiter ab. Damit muss ich nicht fühlen. Aber in dem Moment einfach mal den Raum zu geben und zu sagen, ich nehme das jetzt an. Ich wurde verletzt. Ich habe auch das und das erlebt. Und ich gebe denen jetzt einfach mal Raum und nehme es an. Und sich dann auch die Frage zu stellen, eben, was ist da, was ist letztendlich die Angst? Also das sind ja alles, das ist jetzt so eine Frage, die du gestellt hast, da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde dran drüber sprechen. Aber jedes Mal, wenn Schmerz passiert, spaltet sich ein Fragment in uns hier ab. Und dieses Fragment tut alles dafür, dass dieser Schmerz in einer Kapselform bleibt. Das heißt, alle möglichen Ablenkungen, und das nennt man auch diesen sogenannten Selbstboykott. Letztendlich boykottieren wir uns nicht selbst, sondern ein System in uns schützt uns, weil es glaubt, wir könnten diesen Schmerz nicht aushalten. So. Und dafür tut es alles. Also es ist nie etwas gegen uns, Selbstboykott, nie etwas gegen uns, sondern nur für uns. Natürlich aus einem falschen Ding heraus. Und diesem Fragment einfach mal den Raum zu geben, es vielleicht auch mal wirklich anzusehen, okay, da ist dieser Schmerz. Stell mir ihn jetzt wirklich mal hier vor und er ist hier in meinen Händen, in der Schale. Und ich gebe dem jetzt einfach mal Raum und frag auch, wie geht's dir? Das ist vielleicht für manche jetzt irgendwie komisch oder spooky, aber einfach mal wirklich dem, das kannst du auch mit Organen machen. Also wenn du auch einen Schmerz fühlst oder Heilung brauchst, einfach dieses Organ oder diese Körperstelle zu nehmen, in deine Hände zu legen. Und als energetisches Wesen ist es ja auch, mit dem jetzt zu sprechen. Und damit gibst du dem Raum. Und je mehr du dem Raum gibst, umso mehr wird es sich auch lösen. Und umso mehr wirst du merken, wow, je mehr ich etwas Raum gebe, umso mehr ist nicht dieses System in mir, das wegzudrängen, sondern sich dem zu öffnen. Und umso leichter wird es plötzlich, weil ich es nicht konzentriere, sondern weil es sich plötzlich hier verteilen kann, diese Energie mit dem Universum. Und dann wird es plötzlich ganz, 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 ganz leicht. So. Ja, Ja, kann ich genau. sehr gut nachvollziehen. Das ist eine wundervolle Beschreibung, weil es zeigt nochmal, dass alles aus Energie besteht. Ja. Nicht nur das, sondern Energie hat immer eine Form. Und diese Felder von Energie, aus denen setzen wir uns zusammen, ne? Wie im Kleinen, so im Großen. Uns ist unser ganzer energetischer Körper zusammengesetzt aus kleineren energetischen Komponenten, und das setzt sich nach oben hin und nach unten hin unendlich fort. Und wenn wir uns auf solche einzelnen Felder konzentrieren, so habe ich das gerade bei dir verstanden, dann können wir damit auch umgehen. Ich kenne das bei Organen zum Beispiel in Form der Organsprache, dass man mit seinem Organ reden kann. Auf jeden Und Fall. fragen kann, warum geht es dir schlecht? Was ist denn Ja. passiert? Was kann ich für dich tun? Dass man sogar verschiedene Organe miteinander ins Gespräch bringen kann. Ja, es ist wunderschön. Und das sind wundervolle Möglichkeiten, um mehr darüber zu erfahren, wo die Blockaden eigentlich im eigenen Körper, in dem Falle jetzt bei dem Beispiel im eigenen Körper sind. Genau. Ja. Und das sind natürlich Techniken oder Methoden. Technik ist auch schon wieder so ein Strukturwort. Aber das sind Möglichkeiten, den Bereichen Raum zu geben. Und ist mir gerade jetzt durch das, was du gesagt hast, wieder in Erinnerung gekommen. Es geht ja immer darum, den Energiefeldern Raum zu geben. Das ist genau der Punkt. So löst sich ja alles Verknotete, Verdichtete auf. Anders geht das ja gar nicht. Wenn man noch mehr draufdrückt, tut es noch mehr weh.
Genau. Und es darf auch sein, es darf alles sein. Also das ist, und es darf alles sein, aber du kannst dich bewusst entscheiden. Und diese Kraft und Stärke in sich einfach immer wieder zu erkennen. Ich kann mich jederzeit entscheiden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ganz bewusst wieder auf eine höhere Schwingungsebene zu bringen. Egal was, du bist stärker als alles andere, als jeglicher Stoff, als alles Ding im Außen. Du trägst das in dir und hast jederzeit die Möglichkeit, die Schwingung so in dir zu erhöhen, einfach bewusst zu sagen, ich erhöhe jetzt meine Schwingung. Meine Schwingung ist jetzt auf einem hohen Level, die meinem höchsten und optimalsten Wohl jetzt dienlich ist. Sofort wirst du merken, wuff, geht wieder hoch. Wie machst du persönlich das jetzt, diese Schwingungserhöhung herbeizuführen? Durch eine Meditation oder hast du da Übungen parat? Durch diese einfache Übung, die ich gerade gesagt habe, sofort gemerkt, wow, ich war nämlich gerade ein bisschen müde und ich habe sofort gemerkt, jetzt bin ich auf einem hohen Level. Ja. Genau, ja. Also zum Beispiel durch Meditation, ich gehe auch in den Wald, ich trinke viel Wasser auch, sind solche Dinge.